Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of Flight. Nach unserem kleinen Lazarettaufenthalt geht es jetzt weiter. Und wir haben eine Offensivpatrouille, die auf uns wartet. Zum Glück zu fünft. Und ich habe gesehen, Nicolas Schmidt hat einen Punkt mehr und ist damit der Ranghöchste in unserer Jasta. Denn der hat natürlich weniger Abschüsse, denn wir sind ja die absoluten Top-Aces, wie wir ja alle wissen. Aber er hat einfach mehr Einsätze geflogen. Gut, und das ändern wir natürlich daran, damit, dass wir einfach weiterfliegen. Ich muss gerade mal kurz hier, ich werde mir tatsächlich einen Timer stellen, damit ich einfach nur weiß, wie lange das Ganze geht, damit ich je nach dem noch eine Mission dranhängen kann oder nicht. Aber ich habe jetzt kein Limit erstmal, also wir fliegen einfach je nach Gusto, mal gucken. Na gut, und wir werden Nicolas Schmidt noch ausstechen, hoffentlich. Aber der fliegt natürlich jetzt mit, das heißt, wir können jetzt schwer den irgendwie überholen. Außer durch Kills natürlich. Aber ich muss vielleicht etwas vorsichtiger sein, denn letztes Mal hat es uns ja tatsächlich dann auch abgeschossen. Zwar nicht mit so dramatischem Ausgang, aber trotzdem etwas zu eng für meinen Geschmack. Das war wieder ein bisschen knapp. Naja, wir gucken mal. Und lieber etwas vorsichtiger. Boah, die will ich auch mal fliegen, die Maschine, die, ich glaube, das, was, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, ich glaub, also Fokker, ah, da steht's doch, glaube ich, oder? Fokker E3, meine ich. Ich kann das nicht genau erkennen. Ich glaube, es ist Fokker E3. Da steht noch irgendeine 10, aber ich weiß nicht genau. Ja, die ist ziemlich interessant, weil die Flügel haben keine Klappen, sondern man steuert, indem man den Flügel verzieht mit den Kabeln, die da gespannt sind. Das ist einer der früheren Entwürfe der, Fluggeschichte quasi, da gab es auch ein paar britische Modelle, die so gesteuert haben. Und natürlich setzte sich das nicht wirklich durch, weil das ist ja, irgendwie bekloppt, wenn man sich den Flügel verzieht. Ne? Das funktioniert vielleicht bei sehr ge geringen Geschwindigkeiten, aber bei allen höheren Belastungen macht der Flügel das nicht mit. Gehe ich mal schwer davon aus. Also gut, wie dem auch sei. So, jetzt muss ich die Karte wieder einstellen. Also die Karte ist so eine Sache. Die haben die irgendwie in jedem IL-2-Spiel ist die irgendwie vermurkst. Hier ist es irgendwie blöd gemacht mit der Maussteuerung, weil dieses rein und rausklicken ist irgendwie awkward. Dann bei IL-2 Battle of Stalingrad ist die auch irgendwie, da folgt die dir zwar, aber du erkennst nichts und du kannst nicht selber zoomen, was dann wieder scheiße ist. Die beste Lösung war eigentlich die Karte in IL-2 1946. Aber im Native-Spiel ist die auch furchtbar, weil da hast du so eine Art, wirklich so eine Art Klemmbrett im Bild eingeblendet, was total komisch ist. Und in dem Mod, in dem, was, wie heißt der Mod, den ich glaube, das Ultra Pack ist das. Da ist es relativ gut gemacht, da kann man nämlich nach Gusto zoomen. Oh. Und da ist es eigentlich noch am, ja, intuitivsten, weil man zoomt mit dem Mausrad, aber die Maus bleibt nicht im Screen hängen, das ist ganz gut. Und ja, das würde ich mir natürlich hier auch wünschen. Immer so eine, naja, eher Mauerlösung. So. Und was ich gerade feststellen muss, ist, dass ich intelligenter Mensch bei den Testmissionen die Icons der Flugzeuge ausgemacht habe und schlau wie ich bin natürlich auch daran gedacht habe, die wieder anzumachen. Das heißt, wir werden heute fliegen und wir werden nicht sehen, wo wir hinfliegen. Das wird interessant. Ich glaube aber, das Map-Icon, ja, okay. Das Map-Icon ist noch fit und mit dabei. Ja, weil ich habe ein bisschen experimentiert mit, ja, mit den Icons halt und eben mit dem Mangel an Icons. Und ich bin tatsächlich etwas besser geworden in dem Erkennen von Fliegern und dem Erkennen von Freund und Feind. Aber vor allem in der Messerschmitt 109 und nicht hier. Wobei, theoretisch müsste es ja hier sogar noch einfacher werden, weil wir ja langsamer sind. Und alles, was in die Richtung geradeaus fliegt, ist gut und alles, was in die andere Richtung fliegt, ist böse grundsätzlich. Wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Das Problem ist, wir werden die natürlich jetzt gnadenlos verlieren, wenn die jetzt hier wieder so schnell fliegen. Ach ja, da fällt mir natürlich ein, jetzt, wenn das wirklich so ist, dann muss ich auch auf meine Mixtur achten, die ich hier anreichern kann und wenn man das, wenn man die nicht an, also wenn man sie nicht anreichert, sondern also das Gegenteil von anreichern, suche ich gerade, keine Ahnung. Ausdünnen oder so? Ich weiß nicht.
wie heißt es auf Englisch? Enriched and Lean, glaube ich. Also Enrich ist quasi, ja, anreichern und Lean Out oder so. Heißt, also Lean ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne das als fettfrei. Lean ist, also Lean Meat ist fettfreies oder fettarmes Fleisch, aber fettarm wird der Motor kaum sein. Obwohl, eigentlich schon, aber ich meine natürlich was anderes. Egal, aber wir können die Mixtur einfach auf angereichert lassen. Wir sind ja jetzt hier nicht in großen Höhen. Ganz verstanden habe ich das Prinzip der Mixtur eh nicht. Wann man was nehmen sollte. Ich weiß nur, dass der Motor halt ein bestimmtes Gemisch braucht, damit der optimal funktioniert. Ich lasse es einfach auf angereichert, noch ist nie was passiert. Und unser Jaster ist schon wieder weg. Das ist natürlich ganz toll. Zum Glück gibt es noch die Map-Icons. Aber ich habe jetzt auch so eine Querstrebe natürlich im Bild. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Das fängt schon mal sehr gut an. Das ist ein Ballon. Mann. Jungs. Ja, deswegen wollte ich die Icons nie ausmachen. Das ist ja schon mal grandios geglückt. Sind die über uns? Nee. Ich kann mich jetzt übrigens wieder rauslehnen, weil ich habe den Winkel der Kamera. Oh, da ist ja was. Nee, ist wieder der Ballon. Naja, genau. Ich habe den Winkel der Kamera etwas verändert. Das heißt, die nimmt jetzt einfach mehr auf und ich habe sie etwas zurückgeschoben. Ergo sieht die mehr. Ah, auf der Karte poppt gerade irgendwas auf. Ich schätze mal, die versuchen immer noch Höhe zu gewinnen. Ich gucke jetzt, ich scanne einfach mal. Da sind sie doch. Okay, die waren viel tiefer. Okay, ich dachte, die wären oben. Ich habe nach oben geguckt. Da sind sie. Vor uns. FU jetzt, oder ein bisschen versetzt. Ich fliege mal rüber, jetzt sind sie vor uns. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennt. Ihr kennt selber schwer, da weiß ich nicht, wie die Codierung auf YouTube da drauf reagiert. Naja, gut. Ich kann eigentlich ja jetzt den Trusty Autopiloten anmachen. Das habe ich mir jetzt schon fast abgewöhnt, weil ich ja jetzt viel im Zweiten Weltkrieg unterwegs war. Offscreen natürlich. Onscreen kommt noch. Keine Sorge. Also wir werden uns auf jeden Fall noch IL-2 Battle of Stalingrad vornehmen. Aber hier haben wir noch den Autopiloten. Beziehungsweise den hat man natürlich auch noch in BOS. Aber da gibt es keinen Vorlauf mehr. Beziehungsweise nur zweifach. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen hier mit dem Superspeed. Ich weiß nicht, warum die das rausgepatcht haben. Stört mich nicht unbedingt. Aber ich finde es auch nicht störend. Also ich finde so ein Fast Forward ist immer ganz nett, wenn man es denn irgendwie braucht oder wenn es angebracht ist. Also, ne, weil man muss ja jetzt nicht immer wieder dasselbe machen, finde ich. Also, wäre natürlich ganz praktisch eigentlich. Aber gut, wenn es nicht da ist, dann eben nicht. Ist ja auch egal. Die Mini-Ruckler sind wieder da. Und ich muss natürlich jetzt erhöht die Augen aufhalten. Ich klemme mich einfach an die Jaster, werde mal wieder durch magische Hand schneller und gucke einfach deutlich mehr nach links und rechts als vorher. Was aber auch vielleicht die Spannung erhöht, irgendwie. Denn jetzt sind wir ja auch in feindlichen Linien. Ich habe etwas Angst, dass ich wahrscheinlich wieder die Hälfte verpeile, wenn es denn soweit ist. Oh, und das gesamte Gas ist weg. Okay. Die Flak nimmt es auf jeden Fall ordentlich unter Beschuss hier. Das sind ja auch relativ niedrig. Wir sind auf, ja, knapp 1200 oder so. Das ist nicht sehr viel. Das ist deutlich in zu genauer Höhe für die Flak. Da kann die gut uns unter Schuss nehmen. Hoffentlich kriegen wir nichts ab. Das ist ja echt cool, weil ich mich jetzt rausnehmen kann. So. Ich scanne einfach mal um die Flak. Ist, ja, besorgniserregend. Ich, naja. Einfach mit gutem Mute hier einfach durchfliegen. Das wird schon schief gehen. So, wir fliegen jetzt parallel zur Front, wie es ausschaut. Da ist die Front. In verschiedenen Stellungen, in verschiedenen Gräben. Es gibt jetzt ganze Grabensysteme. Im Verlauf des Krieges wurden die auch immer erweitert, damit man, also 1915 zum Beispiel, galt noch der absolute Befehl, nichts aufgeben, bis zum letzten Mann den Graben verteidigen. Und die waren viel heftiger befestigt und dann später wurden die, wie ihr hier auch seht, wir sind ja jetzt 1918, wurden eher viele Gräben hintereinander errichtet und dann wurden kleineren Einheiten, also Bataillonen und noch kleineren Einheiten, Kompanien oder ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist, ich kann das nie merken, Regiment, Bataillon,
Kompanie oder umgekehrt, ich weiß nicht, wurde dann der, also den Offizieren oder den Unteroffizieren wurde dann die Erlaubnis gegeben, im Fall der Fälle sich zurückfallen zu lassen. Da ist ein Flieger, das sind zwei Flieger. Im Fall der Fälle sich zurückfallen zu lassen und eine andere Verteidigungslinie einzunehmen, weil das, man gemerkt hat, das ist viel effektiver, um den Feind wirklich aufzuhalten, als da seine Männer ausbluten zu lassen gegen den Feind. Das bringt ja nicht immer was. Was macht die Yasta? Ich bleibe auf jeden Fall an der Yasta jetzt, wo wir nichts mehr sehen, sozusagen, halb. Oh, da ballert noch die Flak. Ich höre es gerade dumpf grollen. Ja, ich bin jetzt etwas gespannt. Tatsächlich, boah, Hilfe, pass auf. Tatsächlich macht es sichtmäßig nicht so viel Unterschied, ob man jetzt wirklich die schwarzen Icons hat oder die Flieger selber sieht, merke ich gerade, zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude. Natürlich sieht man die jetzt nicht durch das Schiff, durch das Flugzeug hindurch, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich gucke gerade mal kurz, ob das wirklich Gegner sind. Das sieht nämlich ehrlich gesagt etwas deutsch aus. Oder? Wo sind wir denn? Alter, jetzt erkenne ich nichts mehr. Das ist doch eine Fokker. Das erkenne ich doch am Tarnmuster. Ich will natürlich erkennen, wer hier der Feind ist. Das wäre vielleicht ganz praktisch, was wir jetzt haben, bevor man hier in so einen Turning-Feind geht. Das ist ein Feind. Er hat, ich weiß nicht, französische oder englische Insignie. Das war mir zu bunt gerade für den deutschen Geschmack. Na, komm her. Fuck. Gehkräfte. Natürlich, ich bin jetzt auch wieder gewohnt, irgendwie brutale Manöver mit der Messerschmidt durchzuführen, die hier bei dem Flieger böse enden könnten. So. Da haben wir noch einen Kollegen dran. Der geht wie immer runter. Das ist ja der Nationalsport. Fuck, wo ist er hin? Da war der mir jetzt zu lang unter dem Flügel. Jetzt habe ich den irgendwie verpasst. Da will ich mal wieder raus, dass ich nicht zu viel Energie verschwende. Oh, Gas geben vielleicht. Ich hier senkrecht. Wir sind alle hin da, okay, hinter uns. Oh Gott, haben wir wenig Energie jetzt. Hier eine schöne Kurve. Also, schön ist immer relativ, aber ich habe Auge des Betrachters. Wo sind sie da hin? Sind jetzt wieder, wahrscheinlich sind sie wieder abgetaucht. Jetzt haben wir weniger Kontrast einfach gegen die Bäume. Ich warte einfach kurz, dass sich vielleicht irgendwas ergibt hier. Da kennt man ja nicht viel. Ah, hinten bewegt sich was. Ich glaube, ich mache mal die Karte weg, dann sehe ich vielleicht mehr. Obwohl, sehe ich auf der Karte Gegner? Nee, ne? Nee. Seht ihr da? Also, ich sehe. Nee, war ein Trugbild. Schade. Oh, da hinten. Oh, oh. Ah, ist das unsere Yasta oder sind das eher Scharen an Feinden, die sich gerade auf uns herabstürzen? Wahrscheinlich, nee, sind zu viele dafür, dass das... Okay. Kleimen da mal schön rein. Oh Gott, die sind ja richtig lahm unterwegs. Die hängen ja schon fast in der Luft. Das sind Franzosen. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Der hängt in der Luft und hat irgendwie blau-weiß-rot auf dem Heck, oder? Oh, jetzt kippen wir selber hier weg. Zu wenig Energie, okay. Aber die sind ziemlich verletzt alle. Das ist ein Deutscher, oder? 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 Nee. Ja? Das ist der Deutsche, genau. Das ist der Deutsche, das ist der Franzmann. Okay. Dann Action und reinstürzen. Hallo? Hallo? Ist irgendwas... Nee, okay. Einfach nur... Nämlich Geschwindigkeit. Ihr seht, wir haben alle Energie verloren. Wir kippen hier schon fast aus der Luft alle. Stehen quasi förmlich mit 60 km/h oder so. Oh, der schießt nach. Das war fast Friendly Fire jetzt. Ja, wir müssen schnell. Ey, schieß doch nicht auf mich hier. Kein Wunder, dass der hier seine ganzen Kills macht, der Nikolas, wenn der. Alter! Das war jetzt ein bisschen close for comfort. Der schießt mehr auf mich als auf den Gegner. Der Heckgunner ist schon längst tot. Und das Flugzeug macht es auch nicht mehr lange mit. Oh, da. Oh, oh. Stück vom Flügel. Der, das Seitenruder. Okay. Schreib mir gerade Karaya. Falls du das Video siehst, du weißt, ich bin gerade schwer beschäftigt. Ich schreibe dir gleich zurück.
Oh, Alter, der wird ja richtig durchgenommen hier. Das ist ja ein richtiges Sieb gerade. Die Flüge biegen sich. Oh, die Seitenruder. Ja, da ist er weg. Sleep well, ein letzter Salut. War schön, dich gekannt zu haben. Der, dessen Name wir niemals erfahren werden, da wir jetzt nichts mehr sehen. Tut mir leid. Ich habe ja... Tatsächlich habe ich hier so tatsächlich so ein bisschen das Gefühl von, man kriegt schon hier das Gefühl für, diesen Luft... Oder dieses, was man ja immer so ein bisschen beim Lesen von Dokumentationen oder so mitkriegt, dieses Ritterlichkeitsgefühl, weil man wirklich nah am Gegner ist und ich sehe wirklich meinen Gegner. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg und natürlich jetzt in modernen Jets kann man auf Kilometer Raketen abfeuern und man sieht den Gegner meistens nur sehr vage oder halt auf irgendwelchen TV-Screens und auch im Zweiten Weltkrieg einem mit deutschen Kämpfern oder Jagdfliegern hat man ja oft Boom-and-Zoom-Manöver und man greift sehr schnell an. Es geht alles zum Teil sehr hektisch und man hat hohe G-Kräfte, viel Manöver, viel Stress auch. Und man sieht den Gegner nicht. Oder man, ich meine, im Idealfall sieht man den Gegner natürlich vor sich in seinem Fahnenkreuz, aber man sieht ihn nicht so wie hier. Man sieht ja hier wirklich seinen Körper. Und in Dokumentationen des Ersten Weltkriegs sah man auch die Gesichter natürlich, weil hier gibt es nicht viel zu sehen, das sind alles Standardgesichter und Texturen, aber man sieht zum Teil im Ersten Weltkrieg, wenn man zum Beispiel jetzt so langsam war wie eben und der abstürzt, hätte ich ihn deutlich sehen können, er hätte mich wahrscheinlich angeguckt, wahrscheinlich sähe der nicht mehr so fit aus, fürchte ich, der hat ja einiges mit abbekommen und das ist dann natürlich was ganz anderes, als wenn man wirklich jetzt in einem Computerspiel stur auf, ja, Pixel schießt, das muss man natürlich dann auch wieder sagen und wenn man aber auch wirklich im Kampf ist und hat das Adrenalin, dann ist das was anderes. Und auch im Zweiten Weltkrieg noch gab es Momente, wo sich Leute begegnet sind in der Luft sozusagen. Und es gibt mehrere, also ich habe jetzt schon mehreren Leuten gelesen oder gehört, auch in Interviews, dass die wirklich nebeneinander geflogen sind, Freund und Feind. Ja, und das ist natürlich etwas, das verliert sich so ein bisschen in Videospielen. Das finde ich auch immer so ein bisschen schade. Der Mensch dahinter ist ja eigentlich ziemlich wichtig und auch vor allem im Luftkampf, wo es immer um das persönliche Können geht, hat man ja, es kann ja gut sein, dass man hier im Ersten Weltkrieg zum Beispiel immer wieder von anderen Staffeln hört, oh, hier, oder sagen wir mal, wir seien jetzt Franzose und wir hören nur irgendwie 1916, fängt man an zu hören, oh, da hat ein Deutscher 30 Abschüsse und oh, der hat sein Flugzeug rot lackiert, ja. Und das ist der Rote Baron. Und das ist wohl ein Riesenstar in Deutschland. Irgendwann triffst du dann ein rotes Flugzeug in der Luft. Dann hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu diesem Flieger und zu deinem Feind. Und vielleicht auch einen ganz anderen Respekt davor und vor seinem individuellen Können. Als es jetzt wäre, wenn du heutzutage zum Beispiel einfach nur auf deinem Screen siehst, oh, Missile-Lock, da ist irgendwas unterwegs und wir sollten jetzt schleunigst die Elektronik bemühen, dass wir nicht getroffen werden. Na, das ist natürlich ja, viel unpersönlicher und gleichzeitig viel härter. Andererseits hat man eben nicht diese persönliche Verbindung, was vielleicht das Töten leichter macht. Ich weiß es nicht, ich will es mir auch nicht vorstellen. So oder so ist es schlimm, aber es ist auch nicht unbedingt zu vergleichen. Also es hat wirklich viel verändert in der Kriegsführung. Nicht unbedingt zum Besseren, bei weitem nicht. Aber gut, so ist das nun mal und tja, der Krieg gehört wohl immer mit zur Menschheit und wird es leider wohl auch häufig noch oder länger bleiben. Naja. Und man muss sich natürlich erst bewusst machen, dass das ein Teil ist und dass das etwas ist, was man ja irgendwie verstehen muss auch, um dagegen anzugehen. Die Faszination gehört natürlich auch irgendwie dazu. Ist, ja, man könnte sagen, verbotenen. Oder es sollte verboten sein, weil die Werte, die wir beigebracht kriegen, sprechen eigentlich absolut dagegen natürlich. Und das ist halt immer alles auch moralisch eine absolute Grauzone oder ein Sumpf, weil wenn man da einmal anfängt, dann macht man Schubladen auf, da möchte ich gar nicht von anfangen, ob das richtig ist, ob die Soldaten im Recht sind oder nicht. Und letztendlich muss jeder damit selber klarkommen oder fertig werden. Das ist alles sehr problematisch. Ja, und deswegen bleiben wir lieber beim ritterlichen Teil und ja. Jetzt möchte ich natürlich die Spiele jetzt auch nicht schlecht reden, die können ja auch nichts dafür und das ist ja alles
Es ist schon eine weite Entwicklung, dass wir jetzt spielerisch und mit Spaß daran gehen können, was für andere bitterer Ernst war und immer noch ist, natürlich zum Teil. Naja, muss aber mal gesagt werden. Nur um da jetzt auch keine, um das so zu klären, dass das niemand in den falschen Hals kriegt, weil das ja viel zu oft auch ein sehr umstrittenes Thema ist. So, und natürlich müssen wir jetzt mal kurz aufhören. Auch wenn es vielleicht interessant ist, aber erstens will ich jetzt nicht wieder 10 Minuten labern und ohne dass jemand dagegen spricht, dann werde ich ja verrückt irgendwann. Und außerdem, es ist, rote Nase, ist unsere Jasta. Das ist schön, dass wir die wiedergefunden haben. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit dem einen da gefolgt, ich weiß nicht. Scheint wohl auch irgendwie, der war mit auf uns, auf unserem Trip da mit der Jagd. Wir sind wahrscheinlich jetzt zu den Waypoints immer unterwegs. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich fliege mal jetzt auch langsam zurück. Weil, wir haben ja unsere Mission eigentlich erfüllt. Wir haben jetzt geguckt, es waren ein paar unterwegs. Wir haben einen abgeschossen. Oh ne, zwei sogar. Ne, also ein Jäger hat es erwischt. Der ist dann weg. Den haben wir dann irgendwie ein bisschen verloren kurzzeitig. Aber der wurde dann abgeschossen wahrscheinlich. Und den, das war glaube ich ein Bomber, den wir abgeschossen, oder den wir mit abgeschossen haben. Ich hoffe, wir kriegen den Kill. Was ist das hier für einer? Ist das mit zu uns, oder? Hallo? Ah, da ist er. Das wäre jetzt ein bisschen maßlos, wenn der jetzt hier wirklich sich der Jaster stellen würde. Ich glaube, das ist der einsame Deutsche, der eben noch mit dabei war, oder? Sieh mal an, wo ist denn unsere Jaster jetzt? Da hinten, okay. Alles gut. Das ist auf jeden Fall ein Deutscher. Der Kollege müsste eigentlich auch einer sein. Jawohl, auch ein Fokker 7 oder 7F. Ja. Nun gut. Unsere Jasta ist hier auch irgendwo noch, hoffe ich. Ich habe die jetzt mal wieder aus den Augenwinkeln verloren. Da ist noch einer. So eine sanfte Drehung. Jetzt stehen wir senkrecht, also doch nicht so sanft. Cool, unsere Jasta ist wieder weg. Das freut mich ja sehr. Da mache ich mir ja nie Sorgen oder so. Das sind zwei, aber irgendwie sind die auch abgesprengt. Ich weiß nicht, gar nicht, ob die zu der Einheit gehören. Ich bezweifle es, weil unsere Jasta war ja eigentlich komplett mit uns. Ich fliege einfach jetzt mal Richtung, wieder welche? Das sind noch die beiden. Wo muss ich denn lang? Ich muss ja nach Nordosten, so grob ein bisschen, der Kompass. Das haben wir natürlich noch nie gebraucht. Das ist eine Uhr. Das sind Spritanzeigen. Da ist ein Kompass. Aha. Nordosten. Was ist denn hier vorne? Nordosten. So. Ach, ich bin ja auch blöd. Ich kann auf die Karte gucken. Das fällt mir früh auf. Ich bin wieder voll gut dabei, ich passe immer sehr auf und überhaupt fällt mir auch alles direkt auf. Huch, war da gerade. Ich glaube, da war auf der Karte gerade ein Flieger. Ja, doch. Auf unserer 10 Uhr. Was? Sind das mehrere oder ist das einfach nur ein fettes Icon für die Bomben oder so? Aber da treffen sich ja zwei gerade. Ich biege da einfach mal ab. Scheinen sich zwei gegen anzufliegen. Das heißt, einer ist ein Feind. Zu spotten. Die müssen ja jetzt über der Front sein. Ich erkenne nur nichts, weil das so dunkel ist, die Front, und da hebt sich nicht viel ab. Doch, da war was. Das ist Flakfeuer. Obwohl das Flakfeuer ist, können ja die... Ah, doch, da. Seht ihr das intensive Flakfeuer? Das ist kein Flak, das ist eine Jasta. Wir haben die Flak gesehen, die die Information fliegt. Das ist unsere Jasta. Wir haben unsere Jasta gefunden. Ja, auf jeden Fall. Auf der Karte sind das jetzt auch mehrere Flugzeuge. Ich habe die ja schon gesehen. Da. Boah. Da sieht man ganz... Also ich sehe das ganz, ganz leicht. Sind da so eine kleine punktierte Linie. Ja. Aber ich muss sagen, tatsächlich jetzt, wo ich einfach gnadenlos blind geflogen bin, ein paar Missionen, jetzt mache ich langsam die Fliege auch aus. Also, wenn man dranbleibt, dann wird das auch. Das ist natürlich sehr erfreulich. Aber wir sehen...
die Feinde dann im Gefecht leider noch ein bisschen spät. Also in diesen großen Wendemanövern, da ist noch einer. Das ist mehr der Sturzflug wert. Oh Gott, jetzt ist er wieder weg, hinter der Front irgendwie verschwunden. Doch, da ist er. Sieht verdächtig französisch aus. Mich fragt. Schießt er wer? Ja, es ist ein Franzose. Ja, vielleicht ist das ein französisches Häufchen Elend. Hoffe ich. Das ist ein Jäger, das heißt, er hat keinen Gunner. Hoppala, das war etwas knapp mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob das Franzose oder Brite ist, denn die haben beide so runde, so kokardenmäßige Erkennungssymbole, also von den ehemaligen Kokarden, ich glaube so heißen diese plüschigen Dinger, die die Offiziere im 18. Jahrhundert getragen haben. Und die Franzosen haben das in Bleu, Blanc, Rouge, also die Nationalfarben, Blau, Weiß, Rot, und die Engländer in Rot, Weiß, Blau oder so, andersrum halt, weil das ja auch deren Nationalfarben sind. Aber gut, egal, wir haben den auf jeden Fall getroffen in dem im Engine Block, wie es aussah. Denn er verliert irgendwie Wasser. Kühlmittel kann das ja jetzt schwer sein. Ob es jetzt nicht wirklich. Da kommt unser Jester auch noch dazu. Schön. Was der macht, ist mir jetzt ein Rätsel. Wie schnell abtauchen kann er damit ja auch nicht. Aber er taucht wieder. Unser Jester wird uns wieder umbringen, wie es ausschaut. Alter, das war jetzt schon fast Kollisionskurs. Und reagiert unser Flugzeug so schnell und elegant. Boah, yeah. So, jetzt kann er zum Glück nicht viel weiter abtauchen und drehen. Wir sind immer noch auf der feindlichen Seite der Linie. Das heißt, die Flak ist immer noch böse und ist jetzt sehr nah. Das war jetzt nicht so gut. Das ist natürlich das Problem, wenn man hier einen Zoom-Angriff startet, ist das natürlich, das hatte ich ja schon mal erklärt, mit Kanonen im Traum, mit einem komischen Spandau-LMG weniger. Aber er brennt und wurde gerade ziemlich gut unter Feuer genommen. Und das ist auf jeden Fall unser möglicherweise zweiter Kill heute. Ich werde jetzt ganz schnell nach Hause fliegen. Denn ich bin hier mitten über der Front und das möchte ja keiner. Also, schön hier Höhe gewinnen. Möglichst bald, denn die Flak ist immer noch böse. Jetzt bald auf der richtigen Seite der Front, hoffentlich. Noch nicht mal 1000 Meter, wir haben etwas Energie verloren. Also, Langzeitenergie sozusagen. Es gibt nämlich so, in kurzen Manövern verliert man natürlich auch Energie, aber dadurch, dass man dann wieder schnell, also wenn man schnell jetzt steigt und dann schnell wieder sinkt, gewinnt man die Energie, die man verloren hat. Oder mehr oder weniger. Es gibt ja den Energieerhaltungssatz und so, pipapo. Die Physik dahinter muss euch ja erstmal nicht interessieren. Aber natürlich, wenn man jetzt so, sich so kreisen und fallen lässt, verliert man Geschwindigkeit und Energie dauerhaft, weil man sehr viel Höhe verliert oder dauerhaft Höhe sozusagen. Und dann kann es durchaus schwer sein, wieder schnell Höhe zu gewinnen. Das ist das ganze Prinzip dahinter. Deswegen muss man da zum Teil sehr sparsam mit umgehen, aber jetzt ging es ja, jetzt hat ja niemand auf 1000 Metern über uns auf uns gewartet. Deswegen war das jetzt für Kraft und wir sind jetzt auch fast über den Linien oder über die Linie drüber, das heißt, jetzt eigentlich safe. Hoffentlich, keine Ahnung, aber so, oh, Hilfe. Vielleicht, wenn wir jetzt nicht noch aus Versehen abstürzen, wenn wir uns umdrehen, das würde helfen. Ich habe jetzt kurz Sorgen um die Flügel gemacht, aber die Maschine mag uns ja das. Die macht ja nichts Blödes. Wenn wir sie richtig behandeln. Dazu gehören Sturzflügel leider nicht dazu, aber hey. Unser Bestes. Ich muss gerade was gucken. Nochmal. Ja, der Timer, ne? Vielleicht nach der Mission machen wir einfach Schluss. Aber das reicht auch. Wir haben jetzt genug gesehen. Ich freue mich, ehrlich gesagt, dass das hier eine interessante... Oh, ist das lang?
Wahrscheinlich. Stimmt, wir wollten ja noch nach Ra's. Das müssen wir auch noch machen. Sei es, wenn wir jetzt in dieser Kampagne nicht dahin kommen sollten, dann machen wir das vielleicht mal auf. Also nicht offscreen, aber in irgendeiner Quick Mission vielleicht. Mal gucken. Den Ra's möchte ich auf jeden Fall nochmal sehen. So. Ja, und wie gesagt, ich freue mich, dass wir jetzt einiges sehen konnten in dieser Mission. War ja ziemlich Action eigentlich. Und das hat ja ganz gut geklappt ohne die Icons, obwohl, also, ne? Wenn sich mal ein bisschen was zutraut, dann klappt das auch. So, wo ist denn jetzt dieser Flugfeld? Da hinten, oder? Das ist doch die Lichtung. Ich glaube schon, das rendert nur gerade noch nicht, oder? Ach doch, da ist es doch. Da, ja, eins früher, okay. Können wir eigentlich schon in Sinkflug gehen? Karte mache ich aus, die brauchen wir nicht mehr. So, einfach das Gas voll wegnehmen. Geschwindigkeit haben wir noch genug eigentlich. Ah, 1600, obwohl, geht relativ schnell runter, aber wir verlieren ja noch ein bisschen an Höhe. Dann kriegen wir auch ein bisschen Energie, sind bei 500. Das passt schon, das passt schon. Ich vermisse etwas die Landung insgesamt. Die Landung, sag ich schon. Die Landung vermisse ich auch. Die sind immer das Beste, wenn man wieder landet. Nee, aber die Radbremsen vermisse ich immer noch. Ich wende jetzt natürlich gleich wieder den Trick 17 da mit dem Gas an. Hoffentlich funktioniert das. Aber gut. So. Jetzt noch ein bisschen. Jetzt gewinnen wir noch ein bisschen an Geschwindigkeit beim Sinken. Dann muss ich aber auch wieder ein bisschen Gas geben, damit wir jetzt hier nicht aus der Luft trudeln. Da freuen sich weder die Räder noch die Flügel, noch der Pilot, noch der Offizier. Ist immer noch Hermann Göring, ne? Glaube ich. Ja doch, eigentlich schon. Da hat sich ja nichts geändert. Oh, das ist so angenehm mit diesen Flugzeugen, weil man landet mit schnellen Flugzeugen oder mit zum Beispiel in jetzt Battle of Stalingrad, da ist es so, da hat man echt die Gefahr, dass man einfach stallt in der Luft oder halt einfach abschmiert, weil man zu langsam wird oder der Motor zu wenig Power hat. Kurz über dem Runway quasi muss man sich quasi kontrolliert abstürzen lassen, in Anführungszeichen. Oh, da war gerade die Hand vorm Sensor, dass man dann, voilà. Dass man dann die letzten Meter quasi auf die, also sanft fällt in die Dreipunktposition und dann passt das. Und hier passiert das gar nicht, weil das Flugzeug selber bei noch 60 km/h oder so relativ stabil ist in der Luft. Das ist ziemlich angenehm. Natürlich liegt das an den zwei Flügeln und an der niedrigen Geschwindigkeit insgesamt. So, wir sind gelandet. Wir haben uns zwar gedreht, aber es ist nichts zu Schaden gekommen, weil wir sehr langsam waren. Das war eine der besten Landungen bisher eigentlich. Ja, finde ich gut. War eine coole Mission, hat wieder Spaß gemacht. Und ach, sieh mal an. Lan ist wieder im Hintergrund und teast uns an mit dem komischen Kirchturm da. Egal. So, das war's von mir. Wade und Vanillin Wurstwasser melden sich ab. Grüßen euch. Und ja, hoffen, dass ihr noch mit dabei seid bei den nächsten Missionen. Und ja, hoffen wir aufs Beste, ne? Bis dann. Tschüss.